Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Welle 1974. Das ist jetzt Pac-Man in der NTSC-Version, also wirklich in dem Originalformat. Und ihr seht schon, das ist schneller. Und dadurch flackert es auch anders. Und es spielt sich, wenn man so will, sogar besser. Das eine ist ein bisschen behäbig. Hat natürlich den Vorteil, wenn es behäbiger ist, kann man natürlich sich ein bisschen mehr die Wege überlegen. Aber trotzdem, auch die Version geht vollkommen in Ordnung. Nur natürlich mit der... Ja, super. Da wird natürlich nicht geschaltet. Mit der Arcade-Version natürlich nicht wirklich viel zu tun. Die ist halt, bietet halt wesentlich mehr. Nicht nur Cutscenes, sondern auch irgendwie schon auch ein wesentlich differenzierteres Gameplay. Trotzdem geht das hier immer noch in Ordnung. Ne? Das ist jetzt nicht hier der unglaubliche Unsinn, für das es immer hingestellt wird. Kurz zur Historie. Todd Fryer hat das Ding damals programmiert. Und die Logik von Atari war es, 12 Millionen Cartridges rauszubringen. Hört richtig, 12 Millionen. Es gab zwar nicht so viele Konsolen, aber das ist ja egal, weil, ne? Wenn die damals eins schon wussten, gute Spiele verkaufen gute Konsolen. Und das ist ja so ein unglaublicher Hit hier. Ich glaube 10 Millionen, glaube ich. 10 Millionen Konsolen zu Bestzeiten gab es, glaube ich, oder so. Habe ich, glaube ich, mal irgendwann gelesen. Ich weiß aber nicht, ob das zu der Zeit schon war. Tatsächlich haben sich aber von den 12 Millionen Cartridges 7 Millionen auch verkauft. Also das war ein absoluter Bestseller. Und was ganz lustig ist mittlerweile... Boah, war das knapp. Hilfe! Aber auf jeden Fall scheint das fairer zu sein als in der PAL-Fassung. In der PAL-Fassung wäre ich nämlich schon tot gewesen. Boah, PAL-Fassung ist härter. Lach. Boah, ich kriege hier gar nichts mehr auf die Kette, ey. Ist mir das zu schnell? Kann der alte Mann nicht so schnell gucken? Man weiß es nicht. Was aber ganz interessant ist, in der Atari-Story... Also, das ist ja, wird ja wahrscheinlich bei Nintendo irgendwann auch mal so sein, wenn die weiter ihre guten Entscheidungen machen. Ich bin mit der Switch noch nicht ganz so glücklich. Bin zwar positiv überrascht, aber das heißt jetzt nicht, dass ich mich total darüber freue. Wenn man so die nostalgische Verklärung mal abgelegt hat über so Jahrzehnte oder Jahre, dann kommen ja auch ein paar Geschichten raus, die da sind. Und es haben Leute tatsächlich, auch Leute gewarnt vor dem Spiel. Also es ist nicht so, als hätten die da alle irgendwie frohlockt und gesagt, bestes Game aller Zeiten, sondern es gab da auch Leute, die waren skeptisch. Es hat zum Beispiel einer sich auch wirklich geäußert hat und gesagt, also Hardcore-Spieler wird das nicht finden. Und das sind ja auch die, die dann später gemeckert haben, weil die natürlich die Arcade-Fassung kannten. So, komm, machen wir nochmal eben ein, zwei Minuten. War ja gar nichts. Fand ich aber sehr interessant. Also, deswegen gehe ich auch davon aus, so bei anderen Entscheidungen in der Computerspielindustrie waren da mit Sicherheit schon ein paar Leute, die haben gesagt, also, nee. Aber immer wenn irgendwelche Analysten der Meinung sind, dass man damit reich und berühmt wird, dann werden natürlich alle kritischen Meinungen über Bord geschmissen. Sondern es zählt ja das, was der Aktionär will. Das sieht man ja heute in Perfektion. Aber sonst, ich muss sagen, also die Version gefällt mir hier auch. Man macht ja nichts falsch, also. Bin auch gespannt, wie das wieder flackert. Das müsste ja theoretisch dann anders flackern. Ob das jetzt besser ist, lassen wir hingestellt. Was ich jetzt gerade mache, weiß ich auch noch nicht, aber ich habe da gerade irgendwie eine ganz pfiffige Superstrategie. Hoffe ich. Naja. Noch irgendwas, was man euch zu dem Titel sagen kann? Was ihr noch nicht wusstet? Glaube nicht, ne? Ja, es wird immer so gerne in einen Topf geschmissen. Mit E.T. Das war jetzt übrigens das, was man nicht machen sollte. Was ich jetzt gerade gemacht habe. Das war wieder auch eine tolle Leistung. Ja, es ist, gilt als Mitgrund für den zweiten Videogame Crash. Ihr wisst, der erste Videogame Crash waren die Pong-Konsolen. Sehe ich nicht so. Da halte ich ganz andere Sachen für wesentlich gefährlicher. Was ich vielleicht euch noch erzählen will, das, bevor ich das jetzt wieder vergesse. Ja, dieses Spiel, und zwar diese Version, die ihr seht,
Da wurde tatsächlich Casey Munchkin, beziehungsweise bei uns Supermampfer, auf dem Videopack verklagt für. Und die mussten das tatsächlich ändern. Dieses Top-Spiel hat dafür gesorgt, dass Supermampfer, was das deutlich bessere Game ist, ja, irgendwie vom Markt ging. Wobei ich der Meinung war, also ich habe es so ewig in den Läden gesehen. Entweder das hat wieder in Europa keine Sau interessiert. Da müsste mir sowieso mal einer nachhelfen, weil daran kann ich mich dann auch nicht mehr erinnern. Und Wikipedia ist in den Jahren jetzt nicht unbedingt die beste Qualität. Tja, also ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat Videopack tatsächlich Philips das Ding im Prozess verloren. Deswegen sieht ja auch Super Mampfers Rache so anders aus. Was dann zwar ein bisschen aussieht wie Centipede, ansatzweise, aber irgendwie da doch durchging. Man muss das alles nicht verstehen. Naja, gut. Ich denke, das reicht jetzt auch als Test. Ich denke, das wird alles so klappen, wie ich das möchte. Und dann habt ihr zwei schöne kleine Bonusvideos und seht das mal mit 60 FPS, sowohl die PAL-Fassung als auch die NTSC-Fassung. Und wenn das auch so passt, dann wäre das ganz schön, weil dann nähern wir uns dem Activision Special mit großen Schritten, weil dann kann ich da nämlich das auch wirklich relativ easy machen. Muss mir auch keine Gedanken machen über Aufnahmen und sonstiges, sondern das ist so easy. Das heißt dann nur noch zocken, labern und glücklich sein. Damit kann ich leben. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Bis dann. Tschüss.